Hallo zusammen, ich bin's wieder, der Bauer Michi. Der nächste Schnitt steht an und Feller hat mir dazu ein brandneues Mähwerk zur Verfügung gestellt. Das probieren wir zusammen aus. Auf geht's! Bauer Michael wird präsentiert von landwirt.com, dem Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Wir haben von Feller die Weltpremiere bekommen, und zwar das nagelneue Ramos FQ. Es hat eine sogenannte 3D-Kinematik. Und ich zeige euch jetzt mit meinen 65 Kilo mal ganz kurz, wie gut es funktioniert. Habt ihr gesehen? Der Weg ist einfach gigantisch. Und was dann noch dazu kommt, was einzigartig am Markt ist, ist die Seitenverschiebung. Das gibt's bei keinem anderen Mähwerk. Das ist Frontmähwerk. Dass wir Leistung auf dem Feld bringen oder auf der Wiese bringen, haben wir natürlich noch die Heckkombi dazu. Und zwar mit Aufbereiter und mit Schwartablage. Für uns ist es optimal, weil wir einfach extrem schnell ernten können in kurzen Zeitfenstern. Wir haben eine Breite in der Front von 3,10 Meter und im Heck 9,30 Meter. Jetzt haben wir natürlich immer in den Kurven das Problem, dass wir Überlappungen haben. Durch die Seitenverschiebung bleibt da nichts stehen. Aber jetzt genug gesagt, jetzt fahren wir einfach mal los, mähen los, auf geht's! Wie wir alle wissen, sollen wir irgendwo zwischen 6 und 8 cm mähen. Mähen wir zu tief, haben wir halt die Gefahr der Futterverschmutzung und das Gras ist geschwächt im Wiederaustrieb. Die Gräser speichern einfach im unteren Rest Reservestoffe in der Vegetationszeit, um dann erneut wieder austreiben zu können. Mir ist wichtig beim Mähwerk, dass die Grasnarbe geschont wird, dass es einfach zum Einstellen ist, dass ihr ein gutes Schnittbild habt, weil was wir nicht kaputt machen, müssen wir am Schluss nicht reparieren. Jetzt die Frage an euch, was braucht ihr oder was erwartet ihr von einem Mähwerk? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, bin gespannt drauf. Was immer wichtiger ist, wenn du nicht mehr absteigen musst, trotzdem mal absteigen, weil du musst einfach kontrollieren, passt meine Einstellung vom Mähwerk. Und genau das machen wir jetzt. So, jetzt schauen wir mal, wie hoch das wir schneiden. Übrigens, den Meter gibt es beim Kauf von dem Mähwerk natürlich umsonst dazu. Also pass auf. Wir haben da genau 7 cm. Ich denke, das ist die optimale Höhe. Wir schneiden nicht zu tief, also haben dadurch eine super Futterqualität. Und wir schneiden nicht zu hoch und lassen Ertrag liegen. Jetzt schauen wir mal, wie die Schnittqualität ist und vor allem, wie der Aufbereiter arbeitet. Das her. Wenn man da die Blätter so anschaut. Die Wachsschicht ist angeschlagen. Dadurch können wir mit den darauffolgenden Andemaschinen schnell arbeiten. Das Futter ist schnell im Silo. So soll es ja sein. Jetzt zeige ich noch eine Besonderheit. Werkzeugloses Klingenwechseln ist ja eigentlich Standard. Aber dass du beide Hände dabei frei hast, das ist die Besonderheit. Wir drücken es einfach so hoch. Messer draußen. Messer drin. Weiter geht's. Dann kommt das Ganze da wieder rein und du kannst weiterarbeiten. Eine weitere Besonderheit ist der Aufbereiter. Und zwar aus Rundstahl, gefedert, gelagert. Der kann ausweichen, wenn ein Stein kommt, aber ist immer noch hart genug, um das Futter gut anzuschlagen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Neben dem Zinkenaufbereiter haben wir auch werkzeuglos verstellbare Schwartbleche. Wenn ich Schrauben aufkriege. Schraube auf, verstellen, Schraube zu, fertig. Und wir haben noch ein super Accessoire. Und zwar für den modischen Landwirt von heute. Schminkspiegel. So, steht's mal in den Weg rum, muss weitermähen. Die Bodenanpassung von dem Mähwerk ist einfach gigantisch, weil wir stechen, wenn eine Kuppe kommt, nicht in den Boden rein, sondern wir tasten praktisch mit dem Mähbalken die Kontur ab und der folgt unabhängig vom Schlepper der Kontur des Bodens. Was natürlich immer Thema ist, ist der Auflagedruck, damit wir den schön anpassen können. Achtung, jetzt kommt mein Lieblingswort. Hydropneumatische Mähbalkenentlastung. Dadurch können wir das Mähwerk immer optimal an die Situation anpassen. Also was super ist an dem Mähwerk,
Du hast eine gigantische Aushöhlhöhe, damit du über die Schwaden am Vorgewinde kommst. Also du ziehst dir das praktisch nicht mehr runter vom Schwad. Die Aushöhlhöhe ist auch entscheidend beim Transport. Es ist nicht immer so, dass du ebene Feldeinfahrten hast oder ebene Wieseneinfahrten, sondern es kann auch mal passieren, dass du ein bisschen runter musst, ein bisschen rauf und du schleifst dann nirgends an. Also optimale Sache einfach. Also gigantisch ist natürlich diese Seitenverschiebung. Das sehen wir jetzt da bei der Kurve gleich. Es bleibt halt kein Rand stehen. Und gut ist. Bei uns ist es ein kleinstrukturiertes Gebiet. Wir haben halt irgendwie zwischen 1 und 1,5 Hektar. Da ist natürlich auch entscheidend, wie schnell kriege ich das wieder transportsicher. Was mir bei dem Mähwerk super gefällt, ist die hydraulische Klappung der Seitenteile. Vorne Straßenfahrt, klappt das Ding hoch und du kannst losfahren. Also kein Absteigen und somit schnelle Umsatzzeiten. So, ich bin fertig mit dem Mähen für unsere Flächen. Was noch super ist, zum Abstellen vom Mähwerk, Hebel runter, dann lässt sich das Gestell drauf ab. Du hast da hohe Anbauhöhe und du kannst direkt anbauen ohne das Kupplungsdreieck. So, als Gesamtresümee muss ich sagen, ist echt eine gute Kombi, aber du brauchst schon richtig Bums dahinter, wenn du 9,30 Meter mit Aufbereiter zwingen willst. So, und jetzt muss ich gucken, wo die Fellerleute sind, weil die Kombination gebe nicht mehr her.